Hallo meine Hübschen und herzlich willkommen bei Struggle Play. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ist es bei euch auch so heiß? Bei mir ist es viel, viel, viel zu heiß. Ich habe schon überlegt, ob ich später starten soll. Wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, aber es wird nicht wirklich kühler. Es wird nicht wirklich kühler, deshalb. Herzlich willkommen zu regulären Zeiten im Stream. Und wir spielen heute weiter mit Zelda The Minish Cap. Und da ich diese Woche fleißig war und meine Videos bearbeitet habe, weiß ich jetzt auch wieder, wo ich war. Wir sind nämlich im Himmel angekommen. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Wir sind in einen Wirbelsturm, Tornado gehüpft. Und jetzt hoch oben über den Wolken. Hallo Solwelle, herzlich willkommen im Stream. Ja, da waren wir stehen geblieben. Nachdem wir den Wassertempel gemacht haben. Tor des Tropfens. Nee, Tor des Windes und Tempel des Tropfens oder so. Warum hüpfst du auch in Wirbelstürme? Tja. Wieso nicht? Wieso nicht? Ist doch die bessere Frage. Hallo, hey Seth. Welcome to the stream. How are you? I hope you had a great weekend. Is it hot in America? It's very hot in Germany. Es ist gefährlich. Ach, ich habe ja vorher gespeichert. Eselo meinte auch, es ist gefährlich, aber ich habe ja vorher gespeichert. Und ich meine, wir sind Link. Wir tun so einige gefährliche Sachen. So gegen diesen Riesendrachen im Feuertempel kämpfen war, finde ich jetzt gefährlicher als in Wirbelstürmen. Aber das ist vermutlich eine persönliche Präferenz. Gut. Dann würde ich sagen, können wir gleich mal umschalten. So. Gehen noch ein bisschen nach links. Ja, bei der Steuerung, genau. Hier sind wir angekommen. Und ich habe noch mit niemandem geredet. Okay, da kommst du an und der will gleich Fragmente tauschen. Rubine oder was? Oh, ich glaube, das hatte ich nicht. Doch, hatte ich eins, okay. Cyrus, ich weiß nicht, wie der heißt. Wo ist das? Irgendwo, wo wir schon waren. Im Wasserfall, okay. Da ist ein Windmann. Waren wir eigentlich gerade? Sollten wir eigentlich gerade nochmal runterhüpfen? Was ist das? Mal nichts damit machen. Eckige Wolkenbegrenzungen, okay. Kann ich das haben? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Nanu, wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, musst du ein guter Mensch sein. Ich habe ein Problem. Ich war mit meiner Schwester auf dem Minischfest und auf dem Rückweg wehte plötzlich kein Wind mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Wo ist denn euer Zuhause? Da habe ich viele. Die kannst du haben. Ha! Eine Wasserfallhöhle. Haben. Ach so, das ist da und da muss ich tauschen. Okay. Ups. Okay. Ah, ich wollte eigentlich nur nach rechts. Okay. Und überhaupt,
Der Selo ist doch ein Fallschirm eigentlich. Also was kann da schon passieren? Was ist das? Und kein Schaden. Ein Wolkenhai oder so. Kann ich da durchbuddeln? Ah, okay, vielleicht hätte ich mich vorher auch durchbuddeln sollen. Durch die Wolken, okay. Aha! Rote habe ich halt echt genug. Grüne. Klar, die natürliche Form der Wolke. Viereckig. Ja. Wieso nicht? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Es gibt hier zu viele Wege irgendwie. Oder ob ich da runter sollte mal. Dann komme ich vielleicht nicht mehr hoch. Oh shit. Ah, ich weiß immer noch nicht, was man mit den mysteriösen Muscheln macht. Ich habe doch 999 und krieg gar nicht mehr. Good, spend some time hanging out with some. Hanging out with my brother. He's been helping me upgrade my PC with a new CPU and GPU. That's cool. Also saw the new Aluva bus from PC Pop. So yeah, besides heat, no complaints here. How was your weekend? The new Aluva bus? I didn't even saw any Aluva bus. Are they good? Should I watch them? Was ist das? Das ist Lakitu. Okay. Was machen wir mit Lakitu? Ah. Oh, hier gibt es mehrere Sachen. Okay. Was haben wir denn? Nee, wir haben das vom Anfang gekriegt. Na toll. Ich glaube, wir müssen zurück. So war es ganz schlecht für mich. Was mache ich mit dem? Nichts, nichts, okay. Guten Abend, liebe Angel. Hallo. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's? Wie geht's dir? Wie immer. Wie immer und zu warm. Soll ich auch so warm? War ich jetzt hier schon? Gut. Nee.
Okay. Grün bräuchten wir. Da drüben ist noch was. Achso. Okay, Moment. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Nee, das sieht auch nicht so aus. Okay, nö, an die. Das obere. Die obere Insel komme ich gar nicht ran. Mara! Ja, bitte? Herzlich willkommen im Stream, bitte. Geht's? Ich komme nicht weiter. Mist! Komm nicht mehr zurück! Okay, und jetzt? Jetzt ein bisschen blöd. Ja, shit. Muss ich doch was mit der Wolke machen, aber ich weiß nicht was. Kann sie nicht einsaugen? Mutter, die lässt sich auch nicht spüren. Mit dem Ding. Gegenrennen? Weit rennen, okay. Ich habe gerade gesagt, ich hätte den Hai getroffen, aber der ist nur zufällig. Aha. Aha. Okay. Also, wir müssen doch die Haie töten irgendwie. Es war ganz gut. Wie war dein Wochenende? Was habe ich gemacht am Wochenende? Ich war bei einer Freundin. Ich musste lange fahren, aber es war eigentlich ganz cool. So, jetzt. Kriege ich ein Wunder. Jetzt kommt ein Wirbelsturm oder was? Das hat jetzt leider nicht den Effekt, den ich gehofft habe, weil jetzt kommen wir wieder nicht zurück. Ja. It's good. I've enjoyed it. It's on. It's second season on YouTube. Just a reminder, it takes place in here. Yeah, I know that. I know a bit. Nichts, ich freue mich nur, wie du Mara sagst. Hallöchen, mir geht's soweit gut. Und wie geht es dir? Wie immer. Total überfordert und mir ist zu warm. Ist bei euch auch so warm? Zurück sollen und die Fragmente gleich eintauschen. Mach ich jetzt.
Ich meine, was soll das hier? Das verstehe ich auch nicht. Nicht die Wolken anzünden. Okay, schade. Springen auch nicht. Sehen auch nicht. Okay. Kommen wir nicht mehr weg. Wir kommen hier nie wieder raus. Na, wie läuft's? Hallo, Rocker. Ganz furchtbar, würde ich sagen. Ich hab mich irgendwie ein bisschen belaufen in den Wolken. Ach, du bist doch ein blödes Fliege. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Das wäre der Weg, okay. Wenn ich springen könnte, würde ich vielleicht den Hügel da treffen. Ha! Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Oh, wir sind, würde ich sagen, einigermaßen zurück. War ich da schon mal unten? Ich glaube, hier war ich auch noch nicht unten, weil ich es nicht getraut habe. Also eigentlich gerade unser Objective, dass das Windelement noch suchen, oder? Oh nee, nicht der schon wieder. Sogar von dem falschen Spiel hier, wirklich. Was perfekt! There's a good amount of adult content, so be prepared for that. Okay. Denn in Haspin Hotel schon mal Eis probiert, soll ganz gut helfen. Ich habe kein Eis. Also das stimmt nicht ganz. Ich habe noch ekelhaftes Orangenwassereis. Hey, du bringst mich immer voll in die falsche Richtung. Drückt mich mit den Stürmen irgendwie immer in die Richtung, in die ich reingehe. Oh. Oh Gott, das mir ist nicht so ganz wohl hier, muss ich ehrlich sagen, mit dem ganzen Zeug. Ohne festen Boden unter mir. Going to be 106 degrees today. 41 in Celsius. What? Oh mein Gott. That's a lot, I'd say. Muss ich immer nur ein halbes nehmen? Gerade überlegt, was wäre denn gutes Eis? Ich mag Vanilleeis oder Cookie and Cream Eis von Ben & Jerry's. Und ihr so?
noch zwei. Almost. Definitely nothing too extreme, but they have certain item sensor. Oh my god, okay, maybe I better don't watch that. Okay. Ich hab hier jetzt schon alleine Hunde, okay. Ups, da wollte ich nicht. Wollte da nach oben machen. Tja. Da dumm. Und jetzt? Theoretisch müsste jetzt hier ein Hai sein. Aber keiner, vielleicht ist es der da drüben. Der hier. Der ist vorhin nur runtergesprungen. Nee, okay. Was machen wir dann? Also ich habe jetzt noch ein Fragmentstück. Aber das Falsche. Tut mir leid. Ich habe keinerlei Orientierung. Oder Gefühl dafür, wo ich schon war. Alles möglich, aber Vanille ist ein bisschen langweilig. Finde ich nicht. Wir brauchen noch ein Fragment. Und irgendwo eine Fragmenteinfügstelle. The characters are really worth watching. I don't know. Sounds too brutal for Mara. Da ist eine Kiste, das war eine Kiste. Da war ich wohl nicht. Aha. Ich auch noch eine Einfügstelle. Muscheln. Schon 150 Muscheln für Ballerdeute. Nusseis oder Stracciatella? Nuss mag ich auch. Das
mag ich auch Haselnuss. Oder Kokosnuss. Oder Pistazie. Was ich nicht mag, ist Schokoeis. Obwohl ich sonst eigentlich sehr Schokolade mag. Und Erdbeereis kann ich gar nicht, weil das immer so künstlich schmeckt. Ich mochte auch zum Beispiel nie diese Sandwich-Eis, wo es dann eben Schoko, Erdbeer und Vanille drin gab. Hier war nichts mehr, oder? Ich guck mal. Ganz kurz. Doch hier. Hier müsste ich noch irgendwie rüberkommen. Reicht das, wenn ich da reinhüpfe? Wenn ich halt nur nach oben setze. Muscheln kaputt machen. Okay. Irgendeiner fehlt noch. Try the first couple of episodes. That should be enough to see if it's alright for you. I don't know. I get nightmares really quick. I actually don't wanna risk it. Ich jetzt wieder zurück. Manche dieser Wolken hier haben echt seltsame Formen. Wieder nur zurück. Runter mit dir. Wenn du noch einmal ein Kissen mit Muscheln aufmachst, bräuchte ich dich. Okay. Okay, Deal. It's not scary, but no worries. I won't force you. Yeah. I think it is scary. The focus is actually more on unhealthy relationships. Sometimes I wonder if there are actually healthy relationships. So, okay, pass auf, hier. Das hier. Aber dann fehlt ja eben noch dieses eine. Ja, und jetzt? Ich dachte, vielleicht geht jetzt das hier auf. Aber nö.
Tu was! Ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich finde mich hier nicht zurecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir sind an. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Dann waren wir bei irgendeinem nicht. Also den in der Mitte haben wir, ja? Ach du Scheiße. Kann da jetzt nicht irgendwie runtergehen. Boah! Kotz gleich. Ich will auch nicht mehr. Das verstehe ich vollkommen. Den hier hatten wir auch. Das ist der oben rechts. Also Mitte haben wir und oben rechts haben wir. Und oben links. Ich würde sagen, den haben wir auch. Das war der hier, oder? Nee. Das war nur ein Fragment. Okay, wir müssen hier weiter nach links. Haben wir ihn vielleicht doch nicht? Everyone, communication is definitely on the healthier side. True. Okay, hier kann ich jetzt aber nicht ins Runde. Hier vielleicht. So many misunderstandings. What? Okay, hier waren wir auch. Ist oben links. Also oben haben wir. Die obere Reihe haben wir abgefrühstückt. Guten Abend an alle. Hallo Heinz. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es geht dir heute ein bisschen besser, Mara. Nicht so wirklich. Es geht mir wie immer, nur dass mir noch heiß ist. So, den haben wir auch. Und selbst. Sieht gut aus. Ich oder Billy? Eventuell war ich hier nicht.
geht's ja auch nicht weiter. Was ist das? Scheiße, ich glaube, das war nicht gut. Doch, okay. Doch, da muss man hin. Grün! Grüne Glücksfragmente bräuchte ich. Da, das da. Ja. Da wollten nämlich in der Stadt wollten ganz viele noch grüne Glücksfragmente. Und ich hatte keine. Ja, findet das bitte gut aussehen könnte? Ich weiß das nicht. Ich wollte gerade Heinz fragen, woher er das denn weiß. Es stellen sich wenige meiner Zuschauer bei mir mit Passbild vor, tatsächlich. Ja, das habe ich so verstanden, aber das hat sie gesagt, ja. Guck, die machen das doch genauso. Und bei mir wird gesagt, wieso springst du da rein? Aber bei denen so, ja, voll normal. Vollständigkeit haben. Also, was lernen wir daraus? Öfters mal auf die Karte gucken. Vor allem, wenn man einen Orientierungssinn wie Yoga hat. Oh, wir sind fast am besten Dungeon im Spiel. Ist das so? Es gibt noch einen Dungeon? Aber ich hatte doch jetzt für jedes Element einen Dungeon. Eigentlich finde ich, das ist auch schon wieder ein Dungeon. Wir speichern mal. Mara, willst du bitte es unterlassen, die Wolken kaputt zu machen? Aber ich muss doch. Ich muss denen doch helfen. Oha. Wie die Windrede. Träger der heiligen Macht, des Windes Flügel möge nun auch dich tragen. Oh, wieder ein Windmal. Ein weiterer Ort, den du mit der Ocarina erreichst. Ich habe übrigens ein Windmal, habe ich gesehen, nicht aufgemacht. Und zwar beim Tempel der Flammen. Wer hat nur hier oben dieses Gebäude errichtet? Mara, vielleicht kann uns hier jemand etwas über das Element sagen. Gut, dann gehe ich halt rein. Ah, du bist es. Ich dachte schon, dass wir nie wieder nach Hause zurückkehren können. Aber du hast uns gerettet, indem du Fragmente vereint hast. Wenn du etwas suchst, frag doch mal die Älteste im fünften Stock. Sie kennt alle Gerüchte, die der Wind über das Land trägt. War der Typ nicht in Hyrule-Stadt? Oh shit, was hab ich jetzt gemacht? Oh! Okay. Okay? Hier über den Wolken ist die Zuflucht des Volkes des Windes. Wir wachen über den Palast des Windes. In ihm ruht das Windelement. Ja, und was war dann das Tor des Windes? Dann hätten wir das Tor des Windes eigentlich gar nicht machen müssen, oder wie?
Wir vom Volk des Windes lebten einst unten auf der Erde. An dem Ort, den ihr die Ruine des Windes nennt. Was ist das denn jetzt wieder? Du willst Fragment tauschen, ich hab's gesehen. Das sind die Ruine des Windes. Gestern war übrigens Halbzeit für Weihnachten. Um Gottes Willen, wirklich? Oder heute, je nachdem, welchen Tag man mag. Das ist ja furchtbar. Gonna lurk for a bit. Pardon me. Okay, thank you for your lurk, Seth. Frage, war der Teleporter schon immer da in der Ebene? Hätte ich da nur draufsteigen müssen und dann wäre ich wieder hier hochgekommen? Ohne dieses ganze Wolkenwirrwarr? Wir vom Volk des Windes haben großes Talent darin, Fragmente zu finden. Wir sind so gut, dass wir nicht wissen, wohin mit den vielen Fragmenten. Da hilft auch Orte nichts, wenn sie uns nur jemand abnehmen würde. Ja, her damit. Da, von denen habe ich einfach zu wenig. Habseligkeiten dazu. Wieso kein grünes? Geizen schon ein bisschen mit den grünen Fragmenten. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht was? Was mit dir? Nimm den großen Wirbelwind hier auf dem Dach, um zum Palast zu gelangen. Wieso? So die Älteste. Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Sind das eigentlich so Vorstufen von Rito, oder? Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten, bin ich es. Auch dass Vati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zum Forst. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf aufs Dach. Okay. Da guckt, die geben mir keine grünen Fragmente, aber wollen alle grünen Fragmente. Unglaublich, echt unglaublich. Oh Gott, ich muss überall noch meinen, überall. Mit dem Teleporter, ach so. Wieso wisst ihr das nicht? Also lass mich jetzt. Oma hat gesagt, sie darf da hoch. Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht den Palast zu erforschen. Wenn du groß bist, ist der leer. Weil ich alles gelootet habe. Ein Vogel. Dass so weit oben noch Vögel sind. Ich hoffe, das ist wirklich ein guter Dungeon. Palast des Windes. Ei, so etwas. Wer hätte gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist? Ja, die haben so uns ja nur dreimal gesagt. Wer hätte das gedacht? Diese Höhe, da zittern mir ja die Knie, wenn ich welche hätte. Mach Hagi, beacht, wo du hintrittst. Hier fällt man ziemlich tief. Das heißt, ich werde oft runterfallen. Das ist einfach... Okay, der hat echt keine
Brände jetzt. Okay, ja. Ich sehe schon, wo das endet. Kriegt eigentlich mit Bomben, oder? Wobei ich Bomben jetzt nicht so. Praktisch finde ich. Okay. Also ein Schwert nicht, aber Pfeile ja. Vielen Dank für dein Sub. Dankeschön. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir? Schade. Ich kann auch nicht alles wissen. Wieso nicht? Link hinterlässt nur Ruinen. Irgendwie schon, oder? Irgendwie schon. 43 Monate, das ist ja abartig. Abartig. Vielen Dank dafür. Der Wahnsinn. Oh, ja. Was ist das denn? Was ist denn hier los? Oh, und jetzt noch du. Wieso bricht der nicht ein? Weil ich fett bin und der nicht. Ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Oh Gott, ist das hier furchtbar? Das ist der beste Tempel. Guckt euch das mal an. Ich weiß ja nicht. Kann man hier was machen? Bin gefangen in Final Fantasy 14. Wo, warum das denn? Da sind ganz weiche Wolken. Das macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Glaub so. Yes, the Legend of Zelda, the Marita's Cap. I don't have a cap. But welcome to the stream, Pablo. How are you? Well. Okay, wie machen wir hier weiter? Das geht ja jetzt gar nicht. Gibt es keine Begrenzung. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Gott! Ja, nimmer mehr. Ich dachte, vielleicht werden es weniger. Es werden immer mehr. Auch gut. Das Gefühl, ich mache das nicht richtig. Okay, doch.
Zwar keine Ahnung wie, aber doch. Also kommt raus! Greifenmantel! Mit ihm kannst du fliegen, je länger du den Knopf gedrückt hältst. Desto weiter fliegst du. Ich möchte fliegen. Und speichern möchte ich auch. Ich finde den Zelda-Teil optisch richtig schön. Ja? Okay, das geht aber jetzt nicht mehr. Ah, Gott. Okay, das war jetzt nicht so gut. Hier hoch und wieso klappt das jetzt nicht mehr? Okay, ah, das ist. Es geht nach oben. Ich dachte, es geht nach vorne.